herzlich begrüßen hier zu diesem Livestream. Schön, dass ihr dabei seid. Freut mich sehr. Ich duze euch einfach jetzt mal alle. Das macht man ja im Internet so. Und wir sehen dann noch alle. Jung und jung geblieben. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist ja eine besondere Situation. Normalerweise würden wir jetzt alle schön entspannt in einem Raum sitzen und uns alle persönlich sehen. Das geht alles nicht und das wird ja auch eine Weile nicht funktionieren. Das haben wir heute Nachmittag erfahren müssen durch die neuen Maßnahmen. Aber es gibt ein paar Vorteile, das im Stream zu genießen. Ihr könnt zum Beispiel ganz entspannt Chips nebenbei essen. Ich kann hier in der Jogginghose sitzen und generell ist es egal, was man ab dem Hemd oder dem T-Shirt abwärts trägt, denn das sieht man nicht vor der Kamera. Das ist für uns gut und für euch auch entspannt. Freut mich, dass ihr dabei seid. Chips ist übrigens auch ein gar nicht so schlechtes Stichwort, denn wir streamen hier nicht nur digital, sondern wir wollen heute auch über ein digitales Thema sprechen. Genauer gesagt über das digitale Thema der Zukunft, die künstliche Intelligenz, die ja aber natürlich noch viel mehr ist als einfach irgendwas, das jemand mal programmiert hat. Und freut mich auf jeden Fall sehr, dass ihr euch das hier anschauen wollt. Es ist ein hochinteressantes Thema, spannende Gäste, die wir haben. Da kommen wir auch gleich noch ein bisschen genauer zu. Und außerdem haben wir auch sehr interessante Schirmherren oder Bildschirmherren, die diesen Livestream hier möglich gemacht haben. Übrigens auch durchgeführt vom Südwestrundfunk, bei dem wir auch gerade auf dem YouTube-Kanal unterwegs sind. Zum einen ist das die Initiative Cyber Valley. Das ist Europas größtes Forschungskonsortium im Bereich der künstlichen Intelligenz, an dem unter anderem beteiligt sind das Land Baden-Württemberg, die Unis Stuttgart und Tübingen, die Max-Planck-Gesellschaft, aber auch Unternehmen wie Daimler und Amazon. Und zusammen will man die Forschung im Bereich KI, also künstliche Intelligenz, weiter nach vorn bringen und das immer orientiert am praktischen Beispiel, also quasi an der Schnittstelle zwischen Forschung und Industrie. Und auch federführend heute mit dabei ist die Stiftung MINTI. Das ist eine Abkürzung für sehr viele verschiedene Wörter, nämlich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, Entertainment, Education, Excellence. Es sind viele Begriffe, bei denen es im Kern um eine Sache geht, nämlich vor allem junge Menschen sollen durch zeitgemäße Unterhaltungsformate neugierig gemacht werden, auch die sogenannten MINT-Fächer, damit noch mehr Leute in diese Richtung arbeiten und das Ganze noch weiter voranbringen. Und da muss man sagen, das Thema, über das wir heute sprechen werden, hat sehr viel Potenzial, Begeisterung zu wecken für diese Themen. Und vor allem hat es auch das Potenzial, Unterhaltung zu vermischen mit Information. Und wie gut das ankommen wird, das werden wir spätestens am späteren Abend heute wissen. Denn der Film, über den wir hier diskutieren wollen, der läuft heute Abend in der ARD. Ein bisschen verspätet. Eigentlich sollte er um 20.15 Uhr laufen. Jetzt gibt es eine Sondersendung wegen der Corona-Maßnahmen, aber irgendwann so um kurz nach 8:30 wird man ihn dann sehen können. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die meisten von euch ihn schon vorab in der Mediathek entdeckt haben und da schon gesehen haben und auch schon genau wissen, worum es da geht. Für alle, die sagen, nee, weiß noch gar nicht so genau Bescheid, was für ein Film, haben wir für euch jetzt einen Trailer zu diesem Film, der heißt Exit. Und hier seht ihr mal eine kleine Zusammenfassung davon. Beste Angebot gemacht. Da bin ich raus. Luca! Von deiner Unterschrift hängt jetzt alles ab. Lass sie nicht in deinen Kopf. Als meine Mutter vor 3 Jahren starb, wurde mir zum ersten Mal klar, warum Infinitalk die Welt verändern wird. Weil es im Leben hauptsächlich um 2 Dinge geht. Irgendwas stimmt hier nicht. Mit dem Vertrag, mit Lindy. Lass uns einfach verschwinden. Jetzt, sofort. Luca ist weg. Was meinst du mit Luca ist weg? Und zwar nicht um Karriere oder Geld. We can't imagine the opportunities we'd have if we cooperated. Luca Durand hat nicht unterschrieben. Sie war gegen unser Geschäft. Jetzt ist sie verschwunden. Fuck! Sondern es geht um Liebe. Und um Zeit. Das kann nicht sein. Die Liebe macht das Leben sinnvoll. Und die begrenzte Zeit, die man hat, macht das Leben wertvoll. Und zerbrechlich. Ich denke mal, diejenigen von euch, die den Film noch nicht gesehen haben, werden sich spätestens jetzt gedacht haben, oh, das muss ich unbedingt mitbekommen. Sehr spannender Trailer schon und auch der Film
der hier zusammengefasst war, lohnt sich definitiv. Und wir werden es auch gleich genau darüber sprechen, warum. Ich bin Mirko Drotschmann, darf ein bisschen durch das Programm führen. Ich bin aber gar nicht so wichtig. Viel wichtiger sind unsere Gäste heute hier im Livestream, mit denen wir diskutieren wollen. Und das sind zum einen Leute, die diesen Film gemacht haben, nämlich Erol Jessekaya. Er ist der Drehbuchautor des Films. Ihn kennt man unter anderem auch für seine Arbeit für eine ganze Reihe an Tatorten und zuletzt auch für die ZDF-Serie Slöborn. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Freut mich sehr, dass du da bist, Erol. Hallo. Hallo, freut mich auch. Außerdem haben wir hier im Stream dabei Sebastian Marker. Er ist der Regisseur dieses Films. Auch ihn kennt man unter anderem vom Tatort, wo er vor 2 Jahren schon mal Regie geführt hat bei einer Folge zum Thema künstliche Intelligenz. Er ist also quasi ein Wiederholungstäter und perfekt im Thema drin. Hi, Sebastian. Hallo. Und auch noch hier bei uns Katharina Duftner. Sie ist die verantwortliche Redakteurin der Near Future-Reihe. Das muss man nämlich noch dazu sagen. Das ist jetzt ein Film, aber es wird noch weitere Filme geben, die sich mit Zukunftsszenarien beschäftigen und die in der ARD laufen werden. Und Katharina hat das Ganze mitverantwortet. Sie war lange Zeit mitverantwortlich für das kleine Fernsehspiel im ZDF, ist jetzt für die ARD unterwegs und hat sich in den vergangenen Monaten auch sehr intensiv mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Hi. Hi. Und wir haben auch noch 2 Gesprächspartner aus der Forschung, nämlich zum einen Professor Dr. Ulrike von Luxburg. Sie betreibt an der Universität in Tübingen Grundlagenforschung und ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der Theorie des maschinellen Lernens. Und sie arbeitet unter anderem daran, versteckte Vorannahmen und Verzerrungen von Algorithmen sichtbar zu machen und deren Auswirkungen zu verstehen. Außerdem beschäftigt sie sich unter anderem mit den Schwächen von Algorithmen. Auch das sind ja Themen, die bei Exit behandelt werden. Hallo Ulrike. Hallo zusammen. Und auch noch hier bei uns der Informatiker Professor Dr. Marco Huber. Er ist Professor für kognitive Produktionssysteme an der Uni in Stuttgart und er ist Leiter des Zentrums für Cyber Cognitive Intelligence am Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Und auch bei ihm ist die künstliche Intelligenz ein großes Thema. Hallo Marco. Ja, hallo. Marco, ich würde direkt mal dir das Wort übergeben zu Beginn. Du als Informatiker, wie hat dir persönlich der Film gefallen? Hat mir sehr gut gefallen, tatsächlich. Habe mich gefreut, dass ich endlich mal auch einen Science-Fiction-Film aus Deutschland sehe. Das ist doch schon eine ganze Weile her. Und ich war sehr gespannt. Ich habe mir in der Mediathek natürlich angeschaut vor einiger Zeit und war sehr überrascht, sehr wendungsreich und finde deswegen rundum gelungen. Wir dürfen natürlich nicht zu viel verraten. Das Ende wollen wir hier nicht spoilern. Aber du hast gesagt, das hat dich das eine oder andere überrascht. Ein Film, der viele überraschende Momente hat. Worüber musstest du hinterher besonders nachdenken? Es sind eigentlich ziemlich viele Aspekte, über die ich nachdenken musste. Eins klang ja auch tatsächlich gerade im Trailer an. Der Aspekt Zeit wurde ja genannt. Das Leben ist deswegen so besonders wertvoll, weil es irgendwann mal endet. Das ist natürlich ein sehr wertvoller Gedanke, den man mal nachverfolgen sollte. Es gab aber auch schöne, witzige Ideen, dass die schöne, gute, alte, analoge Welt mit der digitalen Welt verschmolzen wurde. Da muss ich tatsächlich auch ein bisschen drüber schmunzeln. Ja, da gibt es auch einen Punkt, können wir drüber nochmal sprechen später, bei dem beides wirklich sehr gut miteinander verschmolzen wird. Ulrike, du hast den Film natürlich auch schon gesehen. Wie hat er dir gefallen? Ich fand ihn auch spannend. Es ist jetzt nicht ganz mein Genre, aber ich fand, er hat an vielen Stellen interessante Fragen aufgeworfen. Über das Ende habe ich mit meinem Mann eine Weile diskutiert, wie das Ende jetzt genau zu verstehen ist. Und natürlich ist eine spannende Frage, die da aufgeworfen wird, wie und ob man in der virtuellen Welt weiterleben kann, wenn man selber eigentlich schon gestorben ist. Und da kann man natürlich die Fantasie beliebig spielen lassen, wie das gehen könnte oder auch nicht. Genau, das wollen wir heute auch machen. Erol, das sind jetzt Reaktionen, die du von Fachleuten bekommen hast. Waren das so Reaktionen, die du auch erhofft hattest, als du an dem Film gearbeitet hast? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Reaktion, dass jemand sagt, ich fand den Film spannend und toll, war vor allem die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Ich bin nicht unbedingt davon ausgegangen, dass ich ein Gespräch mit Fachleuten dazu führen würde und würde dem natürlich in fachlicher Sicht völlig unterlegen sein. Aber tatsächlich war ja auch unser Anliegen, die generellen Fragen, die vielleicht auch ein Laie in Bezug auf die technischen Aspekte dabei hat, dass er das nachvollziehen kann und nicht nur in einer logischen Art und Weise, sondern auch in einer sinnlichen, in einer fühlbaren. Und ich meine jetzt nicht nur Spannung, also der Film ist ja durchaus auch, hat seine Thriller-Elemente, sondern eben auch einfach diesen Aspekt der Sterblichkeit, dass man sich darüber bewusst wird, dass man eben wirklich eine begrenzte Zeit hat.
Und das waren so die Aspekte, bei denen ich dachte, da würden die Leute drauf reagieren. Und bisher haben sie das auch meistens, Gott sei Dank. Wie ihr darauf reagiert, also ihr, die ihr gerade im Stream zuschaut, könnt ihr uns natürlich auch gerne sagen. Ihr habt die Möglichkeit, euch hier zu beteiligen an unserer Gesprächsrunde, indem ihr euch, ja, wenn ihr im Webinar seid, kurz per Kommentar meldet. Wenn ihr dort nicht seid, dann könnt ihr euch da noch anmelden. Bei YouTube ist es leider nicht ganz so einfach möglich. Da versuchen wir, auf eure Kommentare zu antworten. Aber ihr könnt auch einfach eure Fragen per Mail einreichen. Und zwar geht das an public.engagement@cyber-valley.de. Also public.engagement@cyber-valley.de. Und wir versuchen dann, wenn ihr eure Fragen uns per Mail schickt, die hier mit einzubauen. Wir streamen also auf zwei verschiedenen Plattformen. Deshalb ist das technisch herausfordernd, aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und zum Schluss werden wir nochmal einen größeren Block haben, in dem ihr dann die Möglichkeit habt, auch eure Fragen alle loszuwerden. Sebastian, jetzt muss ich eine Frage an dich loswerden. Als Regisseur versucht man ja, die Dinge immer so realistisch, so spannend wie möglich zu inszenieren. Für wie realistisch hältst du denn das Szenario, das in dem Film dargestellt wird? Also, dass wir irgendwann über unseren Tod hinaus präsent sind als Avatare oder in irgendeiner anderen Form. Wird das deiner Meinung nach irgendwann möglich sein? Ich denke schon. Ich denke schon, dass man da auf dem Weg ist, sowas zu machen. Natürlich vielleicht nicht ganz so perfekt oder dass man den Übergang nicht spürt. Das ist wahrscheinlich sehr schwierig, aber für mich war immer interessant, dass letztendlich das menschliche Gehirn und die Gene, das funktioniert ja mehr oder weniger doch auch wie eine 0 und eine 1. Also entweder du hast einen Impuls im Gehirn oder halt nicht. Das heißt, alles, was du fühlst, was du siehst, was du riechst, was du spürst, sind ja Reize, die entweder da sind oder nicht da sind. Also in einer gewissen Form vielleicht auch irgendwann, aber das müssen jetzt mal die Fachleute sagen, das wäre auch meine Frage an die Fachleute. Eigentlich müsste man dann das gesamte Gehirn digitalisieren können. Im Prinzip. Und wenn wir auf dem Weg sind mit Quantencomputer und so weiter und was da alles passieren könnte in den nächsten paar Dekaden, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass ein intelligentes System sehr viel von einem hört, sehr viel lernt, man dem System einen Zugriff erlaubt in das normale Leben und dann irgendwann, wenn man nicht mehr ist, so eine Art digitale Holographie, Bilderrahmen, Erinnerung eines Menschen da ist, der gekoppelt an eine KI durchaus, wo die Urenkel fragen können, sag mal Oma, wo bist du geboren, wie bist du aufgewachsen, was war deine Lieblingsfarbe, dass dann ein Avatar funktionieren könnte. Also ich glaube, dass das gar nicht so Science Fiction ist. Das ist nur eine Frage von Rechenpower und von Aufwand. Aber das hat mich gereizt an der Geschichte, dass die Überlegung, dass wir den biblischen Himmel, die Vorstellung, wir können mit den Liebsten für ewig an einem Ort verweilen, in einem Satelliten um die Erde kreisen mit Sonnenpanels auf einer Festplatte, für alle Ewigkeit, das ist ja quasi das, was wir im biblischen Himmel uns so vorstellen. Und dem sind wir vielleicht so nah wie noch nie. So, das hat mich sehr gereizt an Errols Geschichte. Ja, du hast gerade schon gesagt, du würdest das gerne mal von Fachleuten eingeschätzt bekommen, wie nah wir dem tatsächlich sind. Bevor wir Ulrike dich das direkt mal fragen, kurz noch so eine Einordnung für alle, die den Film tatsächlich noch nicht gesehen haben und es erstmal den Trailer gesehen haben, so ganz grob die Story beschrieben. Also es geht ja um ein Startup, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Menschen quasi unsterblich machen kann, indem Daten aus dem Gehirn gelesen werden, gespeichert werden und später werden diese Menschen dann wieder sichtbar gemacht und die Idee ist dann, diese Menschen nicht nur auf dem Bildschirm sichtbar zu machen, sondern auch in Form von Hologrammen quasi in die Realität einzublenden. Ulrike, wie weit sind wir davon entfernt, dass das Wirklichkeit werden kann? Ich glaube, da gibt es jetzt zwei Seiten daran, die man betrachten kann. Das eine ist die Seite, tatsächlich solche virtuellen Avatare zu generieren. Da würde ich dem Sebastian zustimmen, da sind wir nicht unendlich weit davon entfernt. Man kann sich jetzt fragen, wie realistisch die schon sind, aber es ist sicher denkbar, dass man sagt, man imitiert von bestimmten Personen die Sprache, man nimmt die per Video auf und generiert irgendwelche Avatare, die halbwegs realistisch aussehen. Und könnte solche Avatare wahrscheinlich auch einfache Sätze sprechen lassen, die sich erstmal so anhören würden wie von dieser Person, wenn es um Themen gibt, über die man Daten hat, die Person praktisch, was sie vorher mal gesagt hätte. Ich denke, wo wir noch Kilometer weit davon entfernt sind, das ist jetzt eher so die neurowissenschaftliche Seite, da bin ich jetzt nur eine partielle Expertin, ich kenne zwar viel von den Neurowissenschaften, aber bin ja eigentlich Maschinenlernerin,
Aber was in dem Film ja suggeriert wird, ist, dass praktisch man gar nicht mehr unterscheiden kann, in welcher Welt man ist. Und das würde ja voraussetzen, dass die Sinnesreize, also das Sehen, das Hören, das Fühlen, alle Körperwahrnehmungen, dass man die perfekt imitieren könnte, um einem praktisch den Eindruck zu geben, man wäre woanders, als man eigentlich ist. Und das ist, glaube ich, was, wo wir noch sehr, sehr weit davon entfernt sind. Aber Neurowissenschaftlerin bin ich nicht. Da letzten Endes kann ich diese Frage dann nur vage beantworten. Ja, Neurowissenschaftler haben wir hier in der Runde nicht, aber wir haben Marco. Das ist nämlich auch genau der interessante Punkt. Also, dass man künstliche Menschen erschafft, indem man Daten sammelt und die dann ausspielt. Das kann man vielleicht noch hinbekommen. Es gibt auch eine Netflix-Serie, die heißt Black Mirror. Ich bin da sofort gedanklich bei der Folge Wiedergänger gewesen. Vielleicht hatte jemand von euch gesehen. Da geht es also darum, dass ein toter Mensch per Chatbot wiederbelebt wird. Und da merkt man ganz schnell, wo die Grenzen sind. Dieser tote Mensch, der wiederbelebt wird, der ist ziemlich kühl, der ist kein richtiger Mensch, sondern der ist mehr eine Maschine. Und da ist die Frage, Marco, was meinst du, kann man irgendwann mit KI tatsächlich echte Menschen simulieren oder sind das dann doch eher so, ja, so Roboter, die halt nur so reagieren, die Roboter eben reagieren und auch keine Emotionen zeigen können zum Beispiel? Gut, die ersten Auswirkungen oder Realisierungen kennen wir ja mittlerweile schon. Es gibt ja durchaus leistungsfähige Chatbots und auch Programme, die in der Lage sind, menschliche Interaktionen gut zu simulieren. Ein Beispiel, wenn es jetzt nur rein auf Textbasis ist, ist GPT-3 von OpenAI, also eine Software von einer amerikanischen KI-Firma, die in der Lage ist, Text sehr zu produzieren, der sehr nah an das erinnert, was ein Mensch eigentlich erzeugen kann. Man stellt aber auch dann sehr schnell fest, wenn man ein bisschen clever mit dieser Maschine interagiert, dass dann doch kein Mensch dahinter steckt. Was zum Beispiel solchen Maschinen sehr häufig fehlt, ist ein Langzeitbewusstsein. Also wenn wir, Mirko, wenn wir beide uns länger kennen würden, können wir miteinander sprechen. Ich kann einfach etwas Informationen streuen, ohne Kontext zu verraten. Du wüsstest trotzdem, worüber wir sprechen. Ich könnte jetzt zu dir sagen, pass auf, ich habe mich doch für die rote entschieden. Und wenn wir miteinander gesprochen haben, weißt du, gestern haben wir doch zusammen gesprochen über eine Jacke, die ich einkaufen wollte. Und ich war nicht entschieden, ob ich die rote oder die blaue nehmen möchte. Aber nur, weil ich das jetzt so in den Raum werfe und du dich daran erinnerst, dass wir dieses Gespräch hatten, weißt du sofort, was ich meine. Und genau dieses Bewusstsein über die Welt, über den Kontext, daran scheitert man heute noch sehr stark an der KI. Und das macht ja den Menschen aus, dass er dieses Langzeitbewusstsein hat und dieses Weltverständnis. Und es ist überhaupt fraglich, da ist sich die Forschung tatsächlich noch gar nicht einig, ob man das jemals erlangen wird, diesen Status, den Menschen tatsächlich dann auszeichnet. Das ist genau ein interessanter Punkt, Katharina, da die Frage an dich. Der Film ist ja, wenn man ihn dann gesehen hat, schon so, dass man denkt, ich weiß gar nicht, ob das so toll ist, dass wir irgendwann zu diesem Punkt kommen, dass sowas möglich ist. Das hat auch viele Nachteile. So eine Dystopie, die einen vielleicht auch so ein bisschen verstört hinterlässt. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch ganz toll sein, tote Menschen wieder zu beleben. Auch das zeigt der Film, als Linus dann mit seiner toten Mutter spricht und direkten Kontakt zu ihr hat. Das ist natürlich auch eine sehr emotionale Sache. Ist das so das Spannungsfeld, in dem sich nicht nur der Film, sondern die ganze Reihe auch bewegt? Also Blick auf die Zukunft, aber immer mit einer gewissen Skepsis auch? Wir haben darüber nachgedacht, weil natürlich die Kurzgeschichten, die wir entwickeln ließen, offen ausgeschrieben waren. Wir haben ja von literarischen Autoren uns Kurzgeschichten über die Zukunft schreiben lassen, waren gespannt, was kommt. Und viele hatten einen dystopischen Blick auf die Zukunft. Und ich glaube aber, das hängt damit zusammen, dass tatsächlich bei einer Geschichte das Interessante immer der Konflikt ist. Also ohne Konflikt sind die Geschichten oft langweilig. Harmonische Geschichten haben keine wirkliche Spannungskurve. Bei harmonischen Geschichten entwickeln sich die Helden nicht. Also erst das große Problem setzt eigentlich die Herausforderung. Und es ist keine Überschrift für die ganze Reihe. Wir haben noch einen zweiten Film, den wir gerade abgedreht haben, bei uns im SWR gedreht. Und das ist eine Liebesgeschichte mit komischen Aspekten. Also der beleuchtet einen anderen Blick auf die Zukunft. Liebesgeschichte klingt dann gleich ein bisschen positiver. Achso, Liebesgeschichte einer Frau mit einem Roboter muss man vielleicht dazu sagen. Okay, ja, das klingt dann wieder ein bisschen absurder. Erol, man könnte natürlich auch irgendwie sagen, dieses Startup Infinitalk aus dem Film, das erschafft so eine Art Frankenstein-Monster, das man gar nicht mehr selber kontrollieren kann. Das scheint da ja auch immer wieder zwischendurch. Würdest du tatsächlich
dir sowas wünschen? Also jetzt mal angenommen, man schafft alle technischen Voraussetzungen, die nötig sind dafür, dass so ein Unternehmen wie Infinitalk sowas auf den Markt bringen kann. Fändest du das persönlich gut oder hättest du dann doch mehr Bedenken als Freude? Naja, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Also wir müssen jetzt gar nicht so weit gehen wie Infinitalk. Wir sehen ja jetzt schon anhand dessen, dass die Daten, die wir von uns online stellen, die wir preisgeben, wie angreifbar wir teilweise sind. Und ich glaube, diese Gefahren, die wir jetzt schon spüren mit Digitalität, die ist nur weitergedacht bei Infinitalk. Aber wenn du mich fragst, und ich bin vielleicht nicht der richtige allgemein typische Ansprechpartner dafür, aber für mich ist es absolut großartig. Wenn ich die Möglichkeit hätte, mich zu digitalisieren und die Wahl hätte, sozusagen selber zu entscheiden, okay, wie alt will ich denn im Großen und Ganzen werden? Ich wäre voll an Bord. Wenn ich den Übergang nicht spüren würde, vom organischen Menschen zum digitalen Dasein, was möglicherweise nie so sein wird in der realen Welt, aber in unserem Film ist es ja so, ich sehe da durchaus positive Aspekte. Und ich glaube, das Schöne ist auch, dass als Sebastian und ich darüber gesprochen und die Geschichte für uns erstmal so ein bisschen erschlossen haben, da hatten wir verschiedene Ansätze dazu. Der eine hat wirklich auch das Ende, was jetzt da ist, das wir natürlich nicht verraten werden, der hat es sehr positiv und einer von uns hat es durchaus kritischer betrachtet. Und für mich hat das Ende was extrem Tröstliches, denn eigentlich ist ja auch Exit ein Liebesfilm, ein Liebesfilm. Insofern. Ja, das finde ich jetzt interessant, dass du sagst, du bewertest das insgesamt als sehr positiv und würdest dir sowas wünschen, weil ich hätte bei dir jetzt genau das Gegenteil erwartet, weil für mich am Schluss der Eindruck hängen geblieben ist, derjenige, der den Film gemacht hat, ist vielleicht doch nicht so von der Technologie überzeugt. Aber spannend. Das heißt, Sebastian, du warst derjenige, der sich dann letztendlich mit dem dann doch eher negativen Ende durchgesetzt hat? Nee, für mich ist es eher nur so, dass ich glaube, also Errol sagt halt irgendwie quasi, na du, wenn ich auf meinen Körper und die ganzen Wehwehchen verzichten kann, dann mache ich das. Ja, das würde ich sofort machen und ich sage, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Ich weiß nicht, auf was man sich dann einlässt. Also wenn man diesen Weg einmal anfängt zu gehen, dann ist es wie mit allen Daten, die es so gibt, die man so erzeugt. Die können kopiert werden, manipuliert werden, aber du kannst auch Menschen manipulieren, aber es ist halt deutlich schwieriger. Du hast da ein bisschen mehr Kontrolle und deswegen, ich finde das Ende natürlich auch sehr tröstlich und schön, dass zwei liebende Menschen über den Tod hinaus zusammen sein können, aber ich würde das nicht wollen, dass das bis in die Unendlichkeit weitergeht. Das ist etwas, ich glaube, das Leben ist nur deswegen besonders, weil es eben verschiedene Phasen hat. Jetzt haben wir schon so halb gespoilert, mehr dürfen wir nicht über das Ende sprechen, sonst ärgern sich vielleicht ein paar. Wir nehmen mal einen Kommentar von YouTube mit rein, da hat uns jemand geschrieben, gestern habe ich das Interview mit GPT-3 gesehen, das ist ein Chatbot und der User ist sehr begeistert und fragt dazu, wenn der Bot dann noch per Deepfake dargestellt wird und so unglaublich gut antworten kann, sehr menschlich antworten kann, wie finde ich denn heraus, ob ich mit einem Bot oder mit einem Menschen spreche? Stichwort Self-Awareness und Bewusstsein. Verschwimmen da irgendwann vielleicht die Grenzen? Ulrike, was meinst du? Also ich glaube, das kommt halt darauf an, wie lange ich mich mit dem unterhalte und über was ich mit dem rede. Also ich denke, es gibt sicher viele Bots, mit denen man so ein Alltags-Smalltalk-Gespräch führen kann und wahrscheinlich nicht merken würde, dass ein Bot am anderen Ende ist. Vor allem, wenn man vielleicht auch gar nicht drauf guckt, also wenn man nicht schon versucht rauszukriegen, also in der Rätselsituation ist es jetzt ein Bot oder nicht, sondern wenn man einfach sich mit irgendjemand chattet oder so. Ich denke, es ist trotzdem so, dass man, wenn man gerade mit diesen längerfristigen Interaktionen, dass man relativ bald merkt, dass halt die Kommunikation mit so einem Bot doch relativ beschränkt ist. Und witzigerweise bin ich deutlich pessimistischer als Errol, was diese Perspektive angeht, da irgendwelche digitalen Kopien zu erschaffen. Vielleicht auch, weil man weiß, was eigentlich hinten dran alles nicht funktioniert. Also es gibt so erstaunlich viele Dinge, die einfach sind und die überhaupt nicht funktionieren oder wahnsinnig fehlerhaft funktionieren und wo ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass es in nächster Zukunft zumindest irgendwas gibt, was eine digitale Kopie von mir zum Beispiel erstellen könnte oder von jemand, der so ähnlich agiert in den wichtigen Situationen, in denen die emotional geladen sind oder so weiter, wie das ein normaler Gegenüber täte.
Das finde ich ganz lustig. Es ist neulich rausgekommen, dass diverse Unternehmen vermeintliche Chatbots einsetzen, die aber gar keine echten Chatbots sind, sondern die noch von echten Menschen betrieben werden. Nur um einfach zu zeigen, wir haben hier so eine wahnsinnig tolle Technologie und in Wirklichkeit es ist dann doch weniger technologisch, als man denkt. Aber die Technik ist dann doch schon sehr ausgereift, wie wir auch hier gerade an diesem Kommentar gesehen haben. Und wir haben hier noch einen Kommentar bekommen, der sehr interessant ist. Jonas schreibt uns da, ich bin ein KI-Consultant in der freien Wirtschaft und ich stelle mir oft die Frage, ob und wie gesetzliche Regelungen in Bezug auf KI-Anwendungen Einfluss nehmen könnten. Wie sollte der Gesetzgeber bei missbräuchlichem Einsatz von KI vorgehen? Und die größere Frage, wie legt man fest, wer für solch eine KI haftet? Das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Punkt. Und Marco, ich schiebe jetzt einfach mal die Frage zu dir rüber oder die Fragen. Zum Beispiel, wenn es um ein selbstfahrendes Auto geht und es einen Unfall baut, ja, wer haftet dann letztendlich dafür? Wie schätzt du das ein? Das sind alles sehr relevante Fragen. Das Thema Haftung ist noch nicht abschließend geklärt. So kann man es, glaube ich, momentan zusammenfassen, weil KI ja keine Software mehr im eigentlichen Sinne ist. Ne? Normale Software, in Anführungszeichen, wird eben zu wesentlichen Teilen von Menschenhand geschrieben. Da kann ich die Verantwortlichkeit noch relativ klar festlegen. Es hat KI, wenn man es im Sinne von maschinellem Lernen versteht, und das ist eben, was momentan das dominante Feld ist, hat jetzt die Eigenschaft, dass es sich gewissermaßen selbst programmiert. Ich füttere das Ganze mit Daten und am Ende entsteht ein Programm, das ich dann zur Ausführung bringen kann. Und da gibt es jetzt natürlich mehrere Akteure, die für dieses Programm verantwortlich sind. Also kurzum, noch gibt es da keine abschließende rechtliche Behandlung. Und dann war ja noch die, glaube ich, eine der Fragen in dem Kanon, Thema Regulatorik. Wie nimmt sich das vielleicht wechselseitig auch Einfluss? Auch hier ist es so, es gibt in Deutschland und wahrscheinlich wird es in anderen Ländern ähnlich sein, verschiedene Bestrebungen Richtung Normierung von künstlicher Intelligenz und Regulierung von künstlicher Intelligenz. Auch dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Der hat eigentlich gerade erst begonnen. Also so die typischen Körperschaften, die sich mit dem Thema beschäftigen, haben eigentlich erst mit dem Ende des letzten Jahres begonnen, überhaupt mal so eine Zeitleiste aufzuzeigen und eine Roadmap zu entwickeln, wann Regulierung in welcher Form überhaupt möglich sein wird. Also die gibt es de facto alles noch gar nicht. Es gibt nur Diskussionen darüber. Und es zeigt sich zumindest so im deutschen und europäischen Kontext, dass man sich natürlich da deutlich mehr Gedanken darüber macht, wie eine KI eigentlich funktionieren soll, dass sie eher so menschenzentriert eigentlich agieren soll, damit einen Gegenentwurf darstellt zu dem, wie es vielleicht im asiatischen Raum, speziell China, gehandhabt hat und wie es in den Vereinigten Staaten gehandhabt wird. Aber das ist eben alles noch sehr stark im Fluss. Was vermutlich auch damit zusammenhängt, dass sich die verschiedenen Technologien eben gerade erst entwickeln und man da auch in die Zukunft denken muss und das vielleicht auch gerade in der Politik ein bisschen schwer fällt. Wir haben das ja auch gerade schon thematisiert. Was ist möglich in dem Film? Was ist in naher Zukunft möglich? Was dauert vielleicht noch eine ganze Weile? Und genau das wollen wir jetzt noch einmal ganz kurz vertiefen, und zwar zusammen mit Andreas Geiger. Er ist Professor für Computer Vision und maschinelles Lernen an der Uni in Tübingen. Und er hat sich den Film auch angeschaut und mal eingeschätzt, wie es aussieht, was ist machbar, was ist nicht machbar und wie könnte es künftig aussehen. Hier ist seine Einschätzung. Also wenn man so virtuelle Avatare erschaffen will, dann muss man im Prinzip zwei Probleme lösen. Das ist zum einen die Darstellung, die fotorealistische, die sehr realistische Darstellung von diesen Charakteren. Und zum anderen ist es die Digitalisierung vom Mensch. Das erste Problem, da sind wir schon relativ weit. Also wir können zwar noch nicht auf diesen kleinen Kontaktlinsen, aber zumindest mit virtueller Realität, mit großen Brillen können wir sehr realistische Inhalte darstellen, wenn man zum Beispiel auch an Kinoinhalte, Filmindustrie denkt. Im zweiten Bereich sind wir noch nicht sehr weit. Zwar konnte man schon vor 70 Jahren im Prinzip erstmals einzelne Neuronen abtasten im Gehirn und die Ströme auslesen, allerdings nur für sehr wenige Neuronen. Und während das
quasi uns sehr, sehr viel weitergebracht hat im Verständnis der ersten Verarbeitungsprozesse im Gehirn, ist das Gehirn als Gesamtes noch überhaupt nicht verstanden. Also insbesondere so abstraktere Prozesse wie abstraktes Denken, Speichern von Informationen, Unterbewusstsein oder Kausalität, also Fragestellungen wie warum passiert dies oder warum passiert das. Also es ist tatsächlich heutzutage schon schwierig, den Mensch von dem virtuellen Charakter zu unterscheiden, wenn man sich zum Beispiel nur ein Foto oder ein Video anguckt. Das wird immer schwieriger und da gibt es natürlich auch einen großen Forschungsbereich, der sich genau mit der Fragestellung beschäftigt. Wie kann ich das verhindern, diese Fake News? Wenn man jetzt aber an die volle Immersion denkt, also sich vollständig in diese virtuelle Realität zu begeben und dann zu unterscheiden, dann ist es noch deutlich schwieriger, solche realistischen Inhalte darzustellen, weil man zum Beispiel auch den Turing-Test noch nicht vollständig gelöst hat. Also wenn man zum Beispiel an Dialogsysteme denkt und der Fragestellende kann sich die Fragen aussuchen, die er stellt, dann kann er schon relativ schnell zu dem Punkt kommen, wo er die Maschine vom echten Mensch entlarven kann. Meine Vorstellung ist, dass quasi diese virtuellen Darstellungsalgorithmen, dass die immer besser werden. Wir werden Schwierigkeiten haben, das auf die Größe von einer Kontaktlinse zu bringen, weil das natürlich auch mit Rechenaufwand und mit Energieversorgungsaufwand verbunden ist. Aber diese Brillen und die Darstellungstechnologien, auch die Erzeugung von den virtuellen Inhalten, die wird immer besser werden. Und das werden wir in den nächsten Jahren sehen, während die Digitalisierung vom Mensch nach wie vor meiner Meinung nach in den nächsten 30 Jahren noch nicht vollständig gelöst wird und auch das Gehirn als solches, als Komplettsystem noch nicht verstanden sein wird. So schätzt es also Andreas Geiger ein. Katharina, als ihr euch an diesen Film und auch generell an diese Filmreihe gemacht habt, hattet ihr da auch schon im Hinterkopf, wir können nur Sachen machen, die auch realistisch sind, oder habt ihr einfach mal drauf losgelegt, ohne jetzt über solche Dinge groß nachzudenken? Wir wollten in erster Linie was Aufregendes machen. Das war so die Grundidee. Und wir wollten gerne ein Genre im Fernsehen zeigen, das da sehr, sehr lange keinen Platz mehr hatte, also nicht mehr wirklich vorkam. Und ein Genre, das wir selbst auch gerne sehen. Deshalb ist es natürlich immer wichtig, auch sich mit der Realität hinter dem Fiktionalen dann auseinanderzusetzen. Aber der Fokus war nicht, etwas zu machen, was auf jeden Fall so schon stattfindet oder stattfinden könnte. Und das liegt, finde ich, auch immer so ein bisschen in der Hand der Teams, mit denen man das gemeinsam angeht. Also, dass man überlegen kann, möchte man sehr stark durch Beratung mit Fachleuten entwickeln oder entwickelt man erstmal eine Geschichte, bei der man sich vorstellen kann, dass sie zum einen funktioniert und zum anderen so auch geschehen könnte. Und das war hier tatsächlich mehr im Fokus und auch bei den anderen Geschichten. Manche spielen wirklich im Near Future, so haben wir es ja auch benannt. Andere gehen so ein bisschen weiter in die Zukunft. Aber eigentlich ist das Schöne ja an der Fiktion, dass man sich Dinge ausdenken kann, die nicht realistisch geschehen müssen, sondern die vielleicht nur geschehen könnten. Uns interessiert aber natürlich, wie es im Nachhinein bewertet wird und ob jetzt zum Beispiel Ulrike und Marco den Eindruck haben, wir erzählen trotzdem ein Universum oder ein Kosmos, der eine Glaubwürdigkeit hat in sich. Genau, die Arbeitsweise daran werden wir nachher auch noch ein bisschen genauer besprechen. Ihr habt nämlich, das hast du gerade auch schon angedeutet, Literatur als Vorlage genommen und euch nicht zuerst mit 1000 Wissenschaftlern zusammengesetzt und dann darüber gebrütet, was man denn da Realistisches machen könnte. Aber die ethischen Herausforderungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, die hattet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf, das merkt man auch immer wieder. Erol, was war denn für dich so eine Grundmotivation, wenn wir über Ethik sprechen und Dinge, die okay sind oder vielleicht auch Dinge, die nicht okay sind? Du hast vorhin schon gesagt, generell bist du begeistert von der Idee, aber welche ethischen Grundgedanken hattest du, als du an das Drehbuch rangegangen bist? Das ist ja fast schon eine Frage über generell dazu, wie viel Verantwortung, wie viel Ethik hat man beim Filmemachen eigentlich dem Thema gegenüber? Und das ist eine extrem schwierige Frage. Ich versuche normalerweise, mich erstmal so frei wie möglich zu machen von all dem, was möglicherweise jemand
fair, unfair, gut, richtig, falsch finden könnte. Ich schaue mir an, welche Figuren sind da, in welcher Welt bewegen die sich und versuche dann so, sagen wir mal, so wahr wie möglich den Figuren gegenüber zu sein, die sich in dieser Welt bewegen. Es gibt aber natürlich manchmal einfach Bereiche, wo man dann aufpassen muss, tritt man jemandem auf die Füße oder kann sich jemand von irgendwas persönlich belästigt fühlen. In diesem Fall, bei diesem wirklich fiktiven Blick in die Zukunft, habe ich mir da nicht ganz so viele Gedanken gemacht. Und in Bezug auf das, was letzten Endes der Film erzählt, ich glaube, das ist ein sehr romantischer Blick. Auch wie Katharina gerade schon so ein bisschen angedeutet hat, wir haben versucht, uns da wirklich frei zu machen von den Dingen, die vielleicht sein werden und oder auch nicht, und haben wirklich versucht zu schauen, ein Was-wäre-wenn zu bauen. Was wäre denn, wenn wir die Möglichkeit überhaupt hätten? Was sagt das über unser Leben jetzt aus? Über das, was wir jetzt sind? Wann ist man überhaupt Mensch? Würden wir digital sein, wären wir dann weniger Mensch als mit einem organischen Körper? Das waren alles Fragen, die da im Vordergrund standen. Und da habe ich zumindest zuerst versucht, mich wirklich frei zu machen von den ethischen Aspekten, die da auf jeden Fall mit drin liegen. Und noch die eine Sache, ich meine, es ist auch immer die Frage, jemand, der einen Hammer erfunden hat, der hat vielleicht auch nicht drüber nachgedacht, wird irgendwann mal jemand mit einem Hammer erschlagen werden? Und trotzdem ist es toll, dass man Nägel in die Wand schlagen kann. Es hat immer seine positiven und negativen Seiten. Aber natürlich in der Welt, in der wir jetzt leben, sollten wir auf jeden Fall, wenn man realistisch die Dinge betrachtet, im echten Leben immer den Blick darauf haben, was ist okay und wie weit darf man gehen. Ich als Drehbuchautor versuche mich da möglichst frei zu machen. Da sprichst du einen ganz interessanten Punkt an, nämlich die Frage der Verwendung und was damit passiert. Beim Gegenstand wie dem Hammer oder einem Messer ist ja ganz klar, es hängt dann davon ab, wie der Mensch sich entscheidet. Die Frage ist aber auch, ob sich so eine künstliche Intelligenz weiterentwickeln kann und dann sich so weiterentwickelt, dass man sie irgendwann gar nicht mehr beherrschen kann unter Umständen. Das ist ja auch das Lieblingsszenario in Science-Fiction-Filmen und das klingt bei euch ja im Exit auch an, dass sich also so eine KI so weiterentwickelt, dass sie nicht mehr zu bremsen ist. Marco, besteht denn so eine Gefahr oder ist KI immer noch technisch stoppbar? Also im Moment definitiv. Also von diesem Punkt, den man gerne mal als Singularität bezeichnet, wo danach quasi der Intelligenzzuwachs so stark ansteigt, dass es nicht mehr einzufangen ist. Also von dem Punkt sind wir noch weit entfernt, soll der jemals kommen. Das steht eben immer noch im Raum. Also du kannst da wahrscheinlich 100 KI-Forscher fragen, wann wird eigentlich dieser Punkt erreicht sein, wo man die künstliche Intelligenz nicht mehr einfangen wird. Und du wirst wahrscheinlich von der Zeitspanne 20 Jahren bis nie alle Antworten dazwischen auch bekommen. Meine persönliche Einschätzung ist, glaube ich, tatsächlich, dass wir den Punkt, wenn überhaupt, sehr, sehr spät nur erreichen werden. Also wenn man einfach sich die heutigen KI-Systeme anschaut, man spricht ja immer von einer schwachen künstlichen Intelligenz, dass sie können eine besondere Sache sehr gut machen, Bilder erkennen beispielsweise oder Texte produzieren. Aber das war es dann halt auch schon. Ne? Wenn man sich dann anguckt, was der Mensch so alles kann, da kann halt viele Sachen gleichzeitig und gleich gut. Also wir können jetzt ja miteinander reden, denken gründlich drüber nach, trinken vielleicht gerade noch parallel irgendwas. Da kann man lange suchen nach einem Roboter oder was Vergleichbarem, dass diese wenigen Dinge, die ich jetzt so angesprochen habe, und der Mensch kann eben noch viel, viel mehr bewerkstelligt. Das heißt, dieses Risiko, das natürlich auch spannend ist, in Filmen zu erzählen, so dieser Skynet-Moment wie im Terminator, wo sich dann die KI verselbstständigt, den sehe ich noch lange nicht. Was den Menschen auch von der KI unterscheidet, ist ganz banal gesagt, dass er sterblich ist. Und dazu kam auch eine ganz interessante Frage, die wir hier reinbekommen haben. Als Theologin bin ich bei den ersten Verweisen auf die Frage nach Endlichkeit und Sterblichkeit hellhörig geworden. Daher eine Frage an die Expertinnen und Experten. Was bedeutet menschliches Leben für euch? Ich würde die Frage jetzt einfach mal offen in den Raum stellen und wer von euch will, kann gerne antworten. Was bedeutet menschliches Leben für euch? Vielleicht auch direkt im Vergleich zu KI. No. Vielleicht, ich will diese Definition nicht machen, weil das ist überhaupt nicht mein Metier. Und alles, was ich sagen kann wahrscheinlich nur falsch sein. Aber wenn wir über den Vergleich mit KI reden, dann muss man einfach sagen,
In der KI sind wir so hunderte Meilen weit weg von irgendwas, was irgendwie ähnlich sein könnte zu irgendeinem Menschen, dass das kein Vergleich ist, den man überhaupt ziehen kann. Also man kann vielleicht einen Algorithmus bauen, der Text produzieren kann oder der Text übersetzen kann. Aber wir haben nichts, was einem Menschen auch nur ansatzweise näher käme. Also überhaupt nicht, gar nicht, kein bisschen. Und ich glaube, das ist jetzt meine Einschätzung. Ich glaube, dass wir da so weit davon weg sind, dass sich diese Frage zu diskutieren, die kommt in jeder dieser Diskussionsformen auf, aber ich finde die fast schon so ein bisschen, langweilig ist jetzt irgendwie der falsche Begriff, und es ist ja völlig gerechtfertigt, dass man mal in die Zukunft denkt, was passiert in 1000 Jahren oder ich weiß nicht, Utopien aufmacht oder Dystopien. Aber ich glaube, das ist eigentlich nicht die Frage, die wir uns jetzt hier stellen müssen, weil es ist überhaupt nicht am Horizont überhaupt nur sichtbar, dass wir jemals in eine Situation kommen, wo es solche Dinge gibt. Und dann denke ich mir immer, könnten wir unsere Energie, also es ist natürlich interessant, darüber nachzudenken, was ist menschliches Leben an sich, das ist eine relevante Frage, aber jetzt im Vergleich zur KI würde ich sagen, da ist diese Frage einfach noch nicht aktuell, und dann ist es vielleicht interessanter, über andere Fragen zu reden, die irgendwie näher am Horizont sind, wo man halt mal denkt, naja, in 10 Jahren würde mal ein Unterschied das machen, wenn wir eine Entscheidung so oder anders treffen. Okay, klare Worte. Wir haben natürlich noch viele andere spannende Fragen, die wir diskutieren wollen. Davor aber nochmal die Frage, die wir gerade hatten, noch in die Runde. Gibt es noch jemanden von euch, der dazu was sagen möchte? Absolut. Also ich finde die Frage natürlich sehr, 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 sehr spannend. Also es ist ja eine sehr dramatische Frage und auch eine Frage, die Menschen vielleicht auch, die nicht so stark verbunden sind mit dem faktischen wissenschaftlichen Denken, wie das Fachpersonal hier ist, die Menschen sehr stark beschäftigt, schon seit langer, langer Zeit. Und auch einfach die Frage, was macht uns denn aus? Also das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei Exit, wirklich zu fragen, ich meine, ja, fernab davon, wird es möglich sein, wird es nicht möglich sein? Egal, wir gehen jetzt mal davon aus, es ist möglich. Dieses Gedankenspiel Exit, wir nehmen es einfach mal ernst. Dann ist die Frage, diese Menschen, die da digitalisiert sind. Ich meine, es heißt ja auch in Exit, dass es eben nicht einfach nur reine Kopien sind, sondern dass die wirklich auch dazu in der Lage sind, so weiterzumachen, als wären sie menschliche Wesen. Mit anderen Worten, die lernen, die entwickeln sich auch weiter. Mag nicht möglich sein in der realen Welt, egal. Dabei tut sich dann die Frage auf, wo ist noch der Unterschied? Also was macht uns aus? Ist es wirklich einfach nur unser organischer Körper, der uns zum Menschen macht? Was, wenn ich einen Autounfall und zwei habe und meine beiden Beine verliere? Bin ich deswegen weniger Mensch, weil ich organische Masse verloren habe? Ich denke nicht. Also wo sitzt eigentlich dieses Menschsein? Was ist die Essenz davon? Der andere Gedanke war für uns auch so ein bisschen, Teile unserer Erinnerung, ob es Fotos sind, ob es Nachrichten sind, wir speichern die, wir legen die ab in einem externen Gedächtnis. Wir nennen es irgendwie Handy. Wir tragen es aber immer mit uns. Es ist da, es wird benutzt. Es ist jetzt schon so, als ob wir fast ein Cyborgs wären, weil wir wirklich ein Stück Erinnerung und ein Stück Wissen der gesamten Menschheit einfach in der Tasche mit uns tragen. Nicht im Kopf, sondern in der Tasche. Und ich finde, das sind extrem wichtige Aspekte, zu schauen, was macht uns eigentlich zu Menschen? Ist es wirklich ist es die organische Masse, oder sind wir sehr stark Mensch, wenn wir komplett fernab vom physischen Leben nur online, digital kommunizieren und sind? Ich glaube, da stecken so viele Themen und so viele Gedanken drin, die ich durchaus sehr spannend und sehr, sehr, sehr relevant finde, gerade heutzutage. Das finde ich auch ganz interessant, die unterschiedlichen Ansichten von euch, Ulrike, die ihr sagt, naja, also da will ich mir eigentlich gar nicht groß Gedanken drüber machen jetzt, oder kann man momentan gar nicht. Erol, der das von der philosophischen Seite betrachtet. Marco, da würde mich mal interessieren, wenn man als Forscher an was rangeht, etwas entwickelt, gerade im Bereich künstliche Intelligenz, hat man im Hinterkopf dann immer ethische Fragen, oder geht es einem dann erstmal darum, was richtig Cooles, Technisches, Neues, Innovatives zu entwickeln, und die ethischen Fragen, die stellt man sich hinterher, wenn es fertig ist? Vielleicht bevor ich auf die Frage antworte, vielleicht noch auf die erste. Erol hat einen ganz wichtigen Punkt nochmal in den Raum geworfen zum Thema menschliche Hülle. Es ist, glaube ich, durchaus so, der Mensch hat sein Niveau erreicht, weil er eben eine Hülle hat. Das heißt, es gibt durchaus den Diskussionspunkt, sagen, dass man kann Intelligenz eigentlich nur oder künstliche Intelligenz auf einem hohen Niveau eigentlich nur erreichen, wenn man ihr gleichzeitig noch einen Körper beiseite stellt.
Also der Mensch hat ja seine Leistungsfähigkeit insbesondere deshalb erreicht, weil er über Werkzeuge verfügt wie kein anderes Lebewesen. Wir sind ja in der Lage, mit der Welt zu interagieren, wie es eigentlich kein anderes Lebewesen kann. Es gibt ja den Begriff irgendwas begreifen. Das kommt ja genau daher, dass wir etwas greifen können, die Welt ertasten, erspüren können. Und das hat uns, und wir haben insbesondere mit unserem beweglichen Daumen ja ein Werkzeug bekommen, das uns von den anderen Primaten beispielsweise erheblich unterscheidet. Und deswegen konnten wir auch dieses Niveau an Intelligenz erreichen, wie kein anderes Lebewesen. Deswegen eine Hülle zu haben, eine physische Hülle zu haben, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, um überhaupt die Intelligenz auf einem höheren Niveau zu erreichen. Wenn man dann nur rein virtuell existiert, ist halt die Frage, kann man dann überhaupt von einer künstlichen Intelligenz sprechen, die überhaupt nur einigermaßen in der Nähe ist von der menschlichen Intelligenz. Also will ich nochmal zurück auf deine andere Frage, wollte ich nicht unterschlagen. Also denkt man ethische Aspekte immer automatisch mit? Wenn ich ehrlich bin, nein, macht man nicht in jedem Fall. Man löst manchmal wirklich ganz grundlegende Probleme in der KI-Forschung. Die haben eine rein, sag mal, mathematischen Ursprung. Da stellt sich die ethische Frage überhaupt nicht, weil die so weit weg ist. Da braucht man schon ganz viel Fantasie, um sich zu überlegen, was könnte dann irgendwann mal daraus an ethischer Konflikten oder Vergleichbaren entstehen. Es gibt aber andere Fragestellungen, das klang ja vorhin schon mal an mit dem Thema gesetzliche Regulierung, wer ist schuld und sowas. Wenn man natürlich an der Frage forscht, dann hat man das natürlich automatisch immer mit eingebaut. Wenn man halt dann genauso an der Schnittstelle eben arbeitet zwischen KI-Forschung auf der einen Seite und dann der gesellschaftlichen, ethischen, moralischen Implikation, die sich mit dieser Forschung eben ergibt. Das ist auch genau der richtige Moment, um jetzt jemanden hier noch mit ins Spiel zu bringen, der sich genau an dieser Schnittstelle bewegt, nämlich Dr. Thilo Hagendorf. Er ist Medien- und Technikethiker an der Uni Tübingen und befasst sich genau mit solchen Fragen und auch mit dem Film jetzt in diesem Fall. Wie kann man das alles aus ethischer Sicht bewerten? Und hier ist seine Einschätzung. Ja, das ist ein beliebtes Topos in Filmen, dass die Protagonisten nicht wissen, sind sie jetzt in der echten Realität oder in einer digital reproduzierten. Und in diesen Filmen wird natürlich immer davon ausgegangen, dass es perfekte Computergrafik gibt, die völlig ununterscheidbar ist. Ja, und dass man eben auch die ganze Haptik hat, also dass man Dinge fühlt, ertasten kann. Und natürlich haben wir das Feld der Virtual Reality, wo sich sehr viel tut. Aber Stand der Technik ist der, dass völlig klar unterscheidbar ist, ob man jetzt sich in einer virtuellen Realität befindet oder nicht. Und das geht schon bei so profanen Dingen los, wie dass man in der VR-Brille noch einzelne Pixel erkennen kann, die wir natürlich in der echten Realität nicht haben. Ja, das unendliche digitale Leben ist tatsächlich gar nicht so unrealistisch. Es gibt Firmen, die daran arbeiten. Da geht es zuerst einmal nicht so sehr darum, dass jetzt Menschen an sich durch digitale Technologien ewig leben sollen, sondern es geht darum, dass die Datenspuren, die Menschen im Laufe ihres Lebens hinterlassen, in ein KI-System hineingegeben werden und dieses KI-System dann Aussehen, Gestik, Mimik, Sprache, die Art zu kommunizieren erlernt und dann in einem virtuellen Raum digital reproduzieren kann, sodass man dann wieder typischerweise mit einer VR-Brille ja verstorbenen Menschen im virtuellen Raum begegnen kann. Wie gesagt, es gibt Firmen, die arbeiten daran, die verkaufen das und das funktioniert im Prinzip auch schon ganz gut. Das Ganze nennt sich Recreational Services oder Digital Afterlife Industry. Ja, was sind die hervorstehendsten ethischen Herausforderungen mit aktuellen KI-Systemen? Da kann man sicherlich so Dinge nennen wie Einsatz von KI im Militär, Einsatz von KI bei Überwachungstechnologien oder auch KI-Technologien, die genutzt werden zur politischen Manipulation, etwa man denke an die Social Bots.
Im Endeffekt gibt es aber eine ganze Bandbreite, also hunderte, tausende von ethischen Fragen, die meistens gar nicht so leicht zu beantworten sind, die sehr komplex sind, wo man gar nicht so leicht Positionen beziehen kann, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Und die meisten dieser Fragen beschäftigen sich wirklich mit sehr spezifischen Problemen, vor allen Dingen von schwacher KI. Und was im Film dargestellt wird, ist ja nun eine Zukunftsvision einer KI, die die Realität reproduzieren kann, die Menschen reproduzieren kann, die also Dinge kann, die vom aktuellen Stand der Technik doch noch sehr, sehr weit entfernt sind. Ja, und passend dazu haben wir auch eine ganz interessante Frage bekommen von einem Zuschauer. Falls ihr jetzt erst dazugekommen seid, ihr könnt gerne Fragen im Webinar stellen. Und wenn ihr das bei YouTube macht, dann per Kommentar. Wir versuchen das hier einzufügen oder ihr schickt eine Mail an public.engagement@cyber-valley.de. public.engagement@cyber-valley.de und dann nehmen wir das hier mit rein. Und die Frage lautet, ausgehend davon, dass das Gehirn eine Verarbeitungsmaschine von vielen Reizen, Daten und Sensoren ist. Woran erkennen wir, dass die Realität wirklich die Realität ist und nicht das Einspielen von Daten in unser Gehirn? Das ist ja wirklich das zentrale Thema des Films. Hat mich persönlich auch so ein bisschen an Inception erinnert, wo es verschiedene Traumebenen gibt. Sebastian, was wäre deine Antwort darauf als Nicht-Wissenschaftler, sondern als Filmemacher? Ja, das ist eigentlich das, was wir versuchen zu erzählen. Also es geht gar nicht so darum, dass man irgendwas Virtuelles darstellt oder mit Holographie oder diese Kontaktlinsen, wer weiß, wie die funktionieren. Es geht eher darum, dass unser Ansatz der war, dass man immer mehr herausfindet, dass eben alle möglichen Implantate für blinde Menschen und so weiter, dass es halt alles Sachen sind, die über Reize funktionieren. Und genau wie gerade eben in der Zuschauerfrage gestellt, ist das eben für uns die große Frage, gibt es irgendwann den Punkt, wo wir das so erreichen können technisch, dass wir den Unterschied nicht mehr merken. Also ich finde, wir haben jetzt 27 Jahre in die Zukunft gedacht. Wenn man vor 27 Jahren oder vor 30 Jahren in den 90ern, Anfang 90er denkt, da hätte auch niemand gedacht, dass man hier mit einem Telefon im Prinzip zum Mond fliegen kann, von der Rechenleistung her. Da haben sich einfach Dinge ergeben, die nie jemand gedacht hätte. Und wir haben uns gedacht, wenn die Entwicklung so weiterläuft und auch diese Steigerung beibehält, dann könnte es durchaus möglich sein, dass eben dieser Reizanspruch irgendwie über diese Kontaktlinsen, deswegen haben wir die auch nicht genauer definiert, dass das vielleicht auch wie eine Art Implantat funktioniert. Und eben genau diese Reize liefert, nicht unbedingt im Sinne von Pixel und so weiter, sondern eher vielleicht als eine Art Transponder oder sowas. Wir wollten es relativ offen lassen, damit jeder so ein bisschen es selber sehen kann, wie er das, in welchem Realitätszustand er das sich vorstellen kann. Aber die Frage zeigt ja, dass es auch Menschen gibt, die das so in der Form verstehen. Aber ich kann natürlich, ich hatte ja schon mal zu dem Thema auch einen Film gemacht, ich kann verstehen, dass wenn man das mit der Wissenschaft und dem heutigen Stand abgleicht, dass man sich dann vielleicht nicht ganz so gut auf die Geschichte einlassen kann, weil wir noch sehr, sehr weit weg sind. Aber genau das war eigentlich der Anspruch, das so zu kommunizieren, dass das möglich ist. Die Bildsprache des Films ist ja schon eine eher düstere, auch die Farben sind eher entsättigt. War das auch eine ganz bewusste Entscheidung von euch, da so ranzugehen? Die Farben sind entsättigt, sagst du? Vielleicht lag es an meinem Monitor, mit dem ich es geschaut habe. Dann hast du keinen guten Monitor. Ja, kann auch sein. Ich sollte dir ein paar von den Kontaktlinsen schicken. nein, also das Konzept ist, das ist sehr durchdacht, auch schon von Errol auch so angelegt gewesen. Und in unserer Umsetzung dann auch mit dem Kameramann Willi Detmeyer und der Szenografin Jenny Rösler so umgesetzt, dass wir gesagt haben, oben ist es golden, unten ist es rot und dann gibt es schwarz und weiß. So, also im Sinne von auch grafisch, weiß steht für Unschuld, weiß steht für Unendlichkeit, schwarz steht für Tod, schwarz steht für Einsamkeit, das macht uns Angst und Gold steht für den Himmel, für das, was oben ist und rot steht für unten die Hölle. So haben wir versucht, diesen Film visuell aufzuarbeiten. Und was ganz interessant war,
dass ich habe 2 Tage in einer Weißkehle gedreht. Also der Anfang des Films spielt ja komplett weiß. Und alle, die da mitgearbeitet haben, haben nach 2 Tagen unfassbares Kopfweh gehabt. Und unsere Wahrnehmung hat sich komplett verändert, weil das Auge sucht nach irgendwelchen, kann mit dieser Unendlichkeit nicht umgehen. Und ich fand das ganz interessant, weil wir halt so viel über KI und über wie funktioniert das auch nachgedacht haben. Aber nimmt man dem Gehirn quasi die Möglichkeit, Punkte, also ein Limit, einen Horizont zu erkennen, dann fängt es schon an, dass man limitiert ist. Und ich glaube, das hat uns dann beim Drehen auch total viel Energie gekostet. Das war spannend. Ja, wirklich sehr spannend. Kann ich mir auch vorstellen, wenn man 2 Tage lang in so einen weißen Raum guckt, dass es einem dann irgendwann... Macht man ja sonst nie. Anders wird. Das stimmt. Ja. Jetzt haben wir vorhin schon über die Verantwortung gesprochen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, wenn sie an neuen Produkten arbeiten, die sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Man hat aber natürlich auch als Künstlerin, als Künstler eine Verantwortung, auch als Filmemacher. Katharina, als ihr an dieses Projekt herangegangen seid und an Exit und andere Filme konzipiert habt, was war euer primäres Ziel? Wollt ihr eine gesellschaftliche Debatte anstoßen? Wollt ihr einfach interessante Szenarien aufwerfen? Was war so eure primäre Herangehensweise? Also tatsächlich wollten wir mal in eine andere Richtung erzählen. Es wird ja sehr viel im Film über die Vergangenheit erzählt, was gut und richtig ist, um eine Einschätzung auch in Bezug auf die Gegenwart zu gelangen, um die Vergangenheit aufzuarbeiten. Was aber eben selten erzählt wird, ist ein Blick nach vorne in eine Zeit, die noch nicht da ist und in eine unverstellte Zukunft, die im Grunde noch offen ist. Und da hat uns interessiert, solche Fragen zur Welt aufzumachen, zur Entwicklung von Welt. Wie entwickelt sich Welt? Wie entwickelt sich Gesellschaft? Wie entwickelt sich in den Grenzen unserer Möglichkeiten? Wie entwickelt sich Wissenschaft? Und wie wird der Mensch damit umgehen? Also wie wollen wir leben? Was sind wichtige Kriterien? Wo sind sogenannte No-Gos? Auch die Frage, die Erol und Sebastian ja unterschiedlich beantworten, das ist ja eine interessante Frage. Was wäre ich bereit zu tun, wenn es möglich wäre? Früher hat man sich, glaube ich, immer gefragt, würde ich auf den Mond fliegen, wenn Platz in einer Rakete wäre? Und inzwischen rutscht alles so ein bisschen näher. Inzwischen kann man sich ja auch tatsächlich fragen, welche Form von Implantaten sind eine interessante Erweiterung der körperlichen Fähigkeiten? Und das waren alles so Aspekte, die uns interessiert haben und wo wir auch den Eindruck hatten, da macht es Sinn, als ARD, als öffentlich-rechtlicher Sender, auch den Zuschauern ein paar spannende Gedankenimpulse von sehr interessanten Kreativen zu geben, die eben auf ihrer Ebene auch freier und weiter denken können als vielleicht viele andere. Was ich auch ganz interessant finde, ist, es wird ja ein gewisses Bild vermittelt von den Leuten, die an dieser Technologie gearbeitet haben oder immer noch arbeiten. Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Man hat da Linus und Luca, die eher Skrupel haben. Und dann haben wir die beiden Kumpels vor allem einen, die dann, naja, vor allem auf die 3 Milliarden schauen, die sie damit verdienen können. Da würde mich mal interessieren, Ulrike, als du das so gesehen hast, empfandest du diese Darstellung als fair und oder als auch als realistisch, dass es eben diese beiden Seiten gibt, auch innerhalb der Wissenschaft, die einen mit Skrupel, die anderen, die einfach mal machen und eher aufs Geld gucken? Oder war das dir dann doch ein bisschen zu sehr schwarz-weiß? Ja gut, es spielt halt sehr mit den Klischees, genauso wie ich mir heute einen Kapuzenpullover angezogen habe, weil ich mir gedacht habe, als Informatikerin ist das sicher gut, mit einem Kapuzenpullover zu sitzen. Ich glaube, diese Klischees, die wurden natürlich in dem Film irgendwie bedient, aber ob das jetzt realistisch ist, es gibt solche Informatiker und es gibt andere Informatiker. Ich denke, da ist die Welt genauso wie außerhalb der Wissenschaft ja auch. Also manchen ist das Geld wichtig, manches ist es nicht wichtig, manche sind skrupellos, manche sind es nicht. Ich glaube, der Durchschnittsinformatiker und die Informatikerin sind im Normalfall ganz normale Menschen mit genau den gleichen Reflexen, die es in anderen Teilen der Gesellschaft ja auch gibt. Also, okay, was ich interessant finde, auch hier im Laufe des Gesprächs, ist, dass wir eben eure Perspektive aus der Wissenschaft haben und dann die Perspektive der Filmemacher. Und wir haben vorhin von dir gehört, Katharina, dass es diesen Kontakt zur Wissenschaft zu Beginn der Produktion in der Form gar nicht gab, sondern ihr habt eher euch auf Literatur bezogen. In den USA ist es bei Science-Fiction-Produktionen oft andersrum. Da spricht man erst viel mit Wissenschaftlern und fängt dann an. Das war aber eine ganz bewusste Entscheidung von euch, diesen Weg zu gehen, oder? Ja, tatsächlich ging es ja
nicht darum, die größten, besten, aktuellsten Science-Fiction-Filme zu machen, die man sich vorstellen kann, sondern es ging darum, tatsächliche Impulse auszulösen, sich zu überlegen, wie kann sich eine nahe Zukunft entwickeln. Deshalb wollten wir da erstmal einen absoluten Freiraum schaffen. Wir arbeiten aber auch immer sehr gern mit wissenschaftlichen Fachberatern zusammen. Also das wäre einfach eine komplett andere Herangehensweise, die aber auch immer denkbar ist. In anderen Formaten machen wir das auch, also bei anderen Stoffen. Im Tatort haben wir polizeiliche Fachberater, die so ein bisschen uns einen Abgleich geben, wie die Wirklichkeit im Polizeialltag aussieht und die aber auch ein Verständnis dafür haben, dass wir dramaturgisch gesehen dann nochmal manchmal andere Aspekte in die Geschichten mit reinnehmen wollen. Ich fände es sehr interessant, auch tatsächlich mal mir Future Science Fiction Geschichten zu überlegen, bei denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Anfang an quasi mit an der Entwicklung der Geschichte beteiligt sind. Das hätte nochmal einen ganz anderen Reiz. Es wäre ja auch denkbar, dass man sagt, Wissenschaftler und Autoren überlegen sich gemeinsam, wie man vielleicht eine KI so programmieren kann, dass sie ein Drehbuch schreibt. Würde mich auch interessieren, was dabei rauskommt. Das machen Künstler ja teilweise, glaube ich schon, ne? Die Künstler erschaffen den Algorithmus und der Algorithmus erschafft dann das Kunstwerk. Und dann ist die Frage, wer ist eigentlich Urheber? Finde ich aus redaktioneller Sicht auch einen spannenden Gedanken. Ja, da würde mich mal direkt interessieren, Marco, mal angenommen, der Sebastian und Erol und Katharina hätten dich vor der Produktion des Films angerufen und gesagt, komm, hilf uns mal, mach da mal mit. Hätte der Film dann anders ausgesehen und wenn ja, wie? Das ist ja gar keine einfache Frage. Mit Sicherheit hätte er anders ausgesehen, aber wie gesagt, ich finde den Film sehr gut, so wie er gemacht ist, aber klar, man merkt es auch in der Diskussion. Wir sehen dann natürlich, was heute geht. Das würde uns wahrscheinlich in Anführungszeichen limitieren in dem Ganzen. Es würde wahrscheinlich bei so einer Entwicklung immer mitschwingen, okay, was kann man eigentlich heute, was kann man vielleicht realistischerweise in den nächsten 10 Jahren schaffen? Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man vielleicht auch Leute an Bord hat, die diese Fesseln nicht haben, in dem Sinne, und erstmal eine Vision entwickeln können, wie kann sich so eine Gesellschaft oder wie kann sich so eine Technologie in 30 Jahren weiterentwickeln. Und dass man dann im Nachklang nochmal den Abgleich sich sucht mit der Wissenschaft, damit es nicht völlig, dass es keine Science-Fiction mehr ist, sondern eigentlich ein Fantasy-Film. Das ist ja eigentlich der Unterschied zwischen Science-Fiction und Fantasy, dass es halt immer noch Science-Fiction ist. Also in der Reichweite des Möglichen, da finde ich das auch sinnvoll, dass man genau den Weg so rumgeht, wie ihr ihn eingeschlagen habt. Also erst mit den Kreativen zu arbeiten und dann noch den Abgleich mit der Realität durch die Wissenschaft sich zu holen. Ulrike, wie sieht es bei dir aus? Gibt es bei dir Punkte, die du anders gemacht hättest, wenn man dich am Anfang gefragt hätte? Ich glaube, zu dem Film hätte ich gar nicht viel sagen können, denn jetzt so ein Bild in die ferne Zukunft zu werfen, das ist natürlich, da braucht man keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dafür. Das ist ja auch völlig legitim, das ohne uns zu machen. Da sind wir auch gar nicht gefragt. Das geht ja, ist ja eine ganz andere Fragestellung an dem Film. Aber ich denke, was spannend ist, dass, ich meine, wir hätten natürlich auch manchmal Fragestellungen, wo wir uns denken würden, das wäre doch spannend, in der Richtung mal einen Film zu machen. Wir haben, glaube ich, also zumindest die Fragen, die ich mir stelle, sind halt immer deutlich näher an der Zeit, an der wir sind. Also eine Sache, die ich mir sofort vorstellen könnte, ist mal, was wären denn so Kipppunkte, wo wenn wir bestimmte Entscheidungen so oder so treffen, entwickelt sich die Welt in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Was weiß ich, wir regulieren KI, dann geht es in diese Richtung, oder wir regulieren sie nicht, dann geht es in die andere. So alternative Szenarien aufzumachen und zu zeigen, das ist überhaupt der Spielraum der Möglichkeiten, der uns bevorsteht. Und dann fände ich, aber das ist jetzt halt meine persönliche vielleicht Einschätzung dazu, aber fände ich spannend, dann rauszuarbeiten, wo ist denn jetzt der Einfluss, den der Einzelne hat, oder sind es einzelne Entscheidungen, die das dann am Schluss beeinflussen, oder ist es vielleicht, ist es das Ganze ein deterministischer Prozess oder nicht? Da gibt es, glaube ich, viele Fragen, an denen man stellen kann, also, oder an die man versuchen kann, mit filmischen Mitteln oder mit Literatur oder so zumindest in eine Art und eine Richtung zu beantworten. Und da würde ich mich deutlich wohler fühlen, weil ich das Gefühl hätte, da ist man näher an dem, wo ich auch was dazu sagen kann oder was dazu beitragen kann. Was wären denn, könnten denn solche Kipppunkte sein oder auch nicht? Jetzt können wir das aber auch mal umdrehen. Wir haben jetzt gesprochen über den Einfluss von Wissenschaft auf Kultur. Es funktioniert aber auch andersrum. Wenn wir uns zum Beispiel Stanley Kubricks Film Odyssee im Weltraum anschauen, dann sieht man da schon 1968
ein Vorbild für einen Tablet-PC. In Raumschiff Enterprise aus der gleichen Zeit sieht man einen Kommunikator, der so ein bisschen an die späteren Handys erinnert. Den ersten Countdown von einem Raketenstart gibt es in Frau im Mond von Fritz Lang aus dem Jahr 1929. Da hat die Wissenschaft also immer wieder auch auf die Science-Fiction geschielt und sich davon inspirieren lassen. Marco, können solche Filme auch Innovationstreiber, Ideengeber sein für die eigene Arbeit? Ja, das würde ich definitiv so sagen, tatsächlich. Also die Filme natürlich, die sind vor meiner Zeit entstanden, aber ich kann mich erinnern, als Minority Report rauskam, das war halt, da war ich noch junger Wissenschaftler, diese Interaktion mit Displays, dieses, sag mal, Rumgewische, das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Und man konnte wirklich feststellen, dass es danach in der Forschung wirklich Bestrebungen gab, genau solche Art von Interaktion mit dem Display halt möglichst ohne typischen mechanischen Geräten mit einem Computer zu interagieren, sondern möglichst natürlich. Sprache war natürlich schon immer Mission, dass man halt natürlich sprachlich interagieren kann. Das gab es ja auch schon bei Star Trek, aber alles darüber hinaus durch einfache Gestensteuerung das war zumindest mein Eindruck, zu dem Zeitpunkt hat da nochmal einen richtigen Schub bekommen, das war dann auch relativ greifbar. Man sagt, okay, das kann man vielleicht in 5 bis 10 Jahren kriegt man das hin, damit es so ähnlich funktioniert wie in dem Film. Ulrike, wie sieht es bei dir aus? Hast du da Beispiele für? Ich glaube, aus meinem eigenen Bereich jetzt nicht. Also da, ich bin halt Theoretikerin, da ist jetzt, glaube ich, der Weg von irgendeinem Artefakt, was ich in einem Film sehe, dessen Herstellung, das ist einfach nicht das, was ich in der Wissenschaft betreiben würde. Aber ich glaube auch, dass es da Einflüsse gibt. Man kann sich von dem ja gar nicht freilassen. Man sieht irgendwas, was cool. Also wie kommen denn solche Fragen zustande? Also es gibt natürlich einerseits so diese Grundlagenfragen, also was ich mir jetzt mehr stelle, das sind halt wirklich rein mathematische Probleme, aber ansonsten ist es doch so, man läuft durch die Welt und denkt sich, wäre es nicht cool, dieses und jenes zu bauen, und auf die Ideen, was cool sein könnte, kommt man natürlich aus allen möglichen Richtungen, und Filme können natürlich auch solche Inspirationsquellen sein, warum nicht? Jawohl, für dich als Filmschaffenden, der Drehbücher schreibt, wie sieht für dich denn so eine perfekte Zusammenarbeit, ein gegenseitiges Befruchten zwischen Wissenschaft und Kultur aus? Ich glaube, das kann man gar nicht verallgemeinern. Marco hat das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass es manchmal eben schwierig sein kann, auf der einen Seite ist es extrem inspirierend zu wissen, was wird denn überhaupt möglich sein? Also auch wenn ich jetzt ein, zwei Sachen gehört habe, die Ulrike gerade gesagt hat, da habe ich auch gedacht, ja, das ist ein interessanter Ansatz. Das ist wirklich spannend und interessant. Und dann kommt man irgendwann in Bereiche, je faktischer das wird und je mehr man sich dem annähert, was wirklich mal realistisch sein könnte, da kann es durchaus passieren, dass diese Inspirationsquelle irgendwann anfängt, wie so eine Art Gefängnis zu werden für das, was man eigentlich machen will. Und bei Exit ist es nochmal eine ganz gesonderte Situation, weil der Film ja basiert auf einer Kurzgeschichte. Da war einiges einfach schon vorgegeben, auch wenn wir da eine Menge weitergedacht und noch verändert haben. Aber insgesamt, glaube ich, wäre das für mich sehr, sehr spannend zu schauen, was ist möglich. Und auch tatsächlich der Gedanke, wie das gerade hier gemacht wurde, was wäre denn wirklich für einen Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt, interessant. Aber dann ab einem gewissen Punkt möchte ich schon die Freiheit haben, wirklich das relativ frei weiterdenken zu können. Weil letzten Endes, Film ist eine Sprache, und ich meine, wir haben die Möglichkeit, mit Film Dinge zu kommunizieren, die man einfach nur in Worten fast gar nicht kommunizieren kann. Ich meine, uns stehen halt wirklich, es ist audiovisuell. Wenn ich sage, hey, ich habe mich verliebt, dann ist das eine Sache und ihr wisst alle, was ich meine. Wenn ich euch mit Musik die Situation quasi vorspiele und euch da reinziehe in einem Film, dann lebt ihr das fast nach, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist eine Art der Kommunikation. Und wenn das noch potenziell Millionen von Menschen sehen, das ist eine ganz andere Art von Kommunikation. Ich hätte immer ein bisschen Angst, dass diese Freiheit, die Dinge, die ich unbedingt kommuniziert haben will, dass die eingeschränkt würden durch zu enges mich bewegen am Realistischen. Da muss man halt wirklich dann so einen Sweet Spot finden irgendwie, wo man die Inspiration hat und nicht völligen Blabla macht, aber trotzdem sich diese Freiheit bewahrt, um noch mehr oder weniger, oh Gott, nennen wir es poetisch, irgendwie kommunizieren zu können. Hier sprechen wir ja vor allem über das Genre Science Fiction, im weitesten Sinne natürlich. Es ist ein Genre, für das Deutschland jetzt vorsichtig gesagt nicht gerade bekannt ist, wo also noch viel Luft nach oben ist.
Sebastian, wie schätzt du das denn ein? Woran liegt das denn eigentlich, dass es jetzt relativ wenige Science-Fiction-Filme aus Deutschland gibt und dass die, die es gibt, dann vielleicht auch gar nicht so bekannt sind? Oh, das muss ich eigentlich ein bisschen an Katharina weitergeben. Das ist zum einen eine Geldfrage. Mhm. Science-Fiction ist teuer, weil man muss ja eine Welt kreieren. Man bildet ja nicht das ab, was es gibt, sondern man muss ja etwas kreieren. Auch bei Exit haben wir sehr lange versucht, Designs zu finden. Wie sieht so eine Stadt aus? Was läuft da? Was passiert da? Und in Exit ist die gesamte Stadt ist full CGI, also komplett 3D. Nur die Lichter haben wir in LA gedreht, also die Background Lights, aber der Rest ist alles CGI und es kostet halt Geld. Währenddessen natürlich eine Geschichte, ein Krimi zu erzählen, einen Thriller zu erzählen, der in unserer Zeit spielt, ist ja wesentlich billiger. Das ist das eine und da steht halt dem deutschen Fernsehen nicht die Summen zur Verfügung. Aus marketingtechnischen Gründen können wir das halt nicht in die ganze Welt verkaufen, so wie die Amerikaner. Das ist eine Grenze. Die andere Grenze ist natürlich auch, dass Science Fiction immer auch vom Ansatz her eine sehr interessante Prämisse haben muss. Also wenn man sich vorstellt, man würde jetzt einfach die Dichte, die man an Krimis hat in Deutschland, einfach sagen, wir machen das Science Fiction, dann würde man da, glaube ich, sehr, sehr schnell in keine gute Qualität münden. Wenn dessen ein Krimi eben, wie gesagt, es gibt einen Toten, es gibt jemanden zu ermitteln, da ist die Prämisse recht klar und es ist was sehr Alltägliches und da kann man auch sehr, sehr viel reininterpretieren. Bei Science Fiction braucht man halt einen guten Ansatz. Und den gibt es wahrscheinlich auch nicht so häufig. Das sind die zwei Punkte, die ich glaube, die und wir sind jetzt natürlich kein Land, das Genre mag, sagen wir es mal so. Deutschland. Auch das hat ein bisschen mit den auch Restriktionen zu tun. Viele Science-Fiction-Filme sind eben nicht ab 12, sondern vielleicht ab 16 und damit dürften sie nicht um 20.15 Uhr gesendet werden. Und da haben wir natürlich auch da, ne, haben wir auch da Probleme. Aber es geht, glaube ich, hauptsächlich ums Geld. Katharina, willst du das noch ergänzen? Ja, es gab Zeiten, in denen mehr Genre im Fernsehen erzählt wurde oder diverseres Genre. Das ist aber ein paar Jahrzehnte her und auch vor der Zeit, als ich im Fernsehen als Redakteurin angefangen habe. Was ich aber schon festgestellt hatte, als ich noch Debütfilme betreut hatte, war, dass auch an den Filmhochschulen Genre sehr lange kaum eine Rolle spielte und dass man auch merkte, dass die Filmemacher und Filmemacherinnen an den Filmhochschulen, die sich für Genre interessierten, das hat eine richtige Zeit gebraucht, dass sie das auch sagen durften und dass sie solche Filme auch machen durften. Vielleicht könnt ihr da auch noch mal was dazu ergänzen, aber ich weiß eben, dass ich für Debütstoffe war das wirklich so ein Offenbarungsmoment, wenn man gegenseitig sich vergewisserte und sagte, ich würde gerne Genre erzählen, du auch, interessiert dich das auch? Das hat sich jetzt gewandelt, finde ich, in den letzten Jahren. Und jetzt ist es vielleicht wirklich eher eine Frage zum einen der Etats, wie Sebastian sagt, und dann aber auch der Sehgewohnheiten, die im letzten größeren Zeitraum einfach sich sehr stark darauf eingestellt haben, dass man Alltagsstoffe erzählt und Stoffe, die sehr nah im Hier und Jetzt und an den Problemen vom Hier und Jetzt verankert sind oder die eben in die Vergangenheit zurückreichen und die Vergangenheit aufarbeiten. Ich bin da aber sehr zuversichtlich. Wir haben jetzt sehr schöne Rückmeldungen bekommen auf die Initiative mit der Reihe, auch die Kollegen vom NDR. Und wenn das jetzt alles so einen guten Start nimmt, dann hat man vielleicht auch tatsächlich eine Möglichkeit, nicht nur auf 20.15 Uhr, sondern in der ARD-Mediathek einfach für neue Publika vielleicht auch wieder mehr Genre zu erzählen. Ja, vielleicht ist der Film so eine Art Türöffner. In Deutschland gibt es ja eine Tradition, auch gerade für Science-Fiction. Vor ungefähr 100 Jahren kam Metropolis von Fritz Lang raus. Eigentlich der erste Science-Fiction-Film überhaupt. Und er hatte dann noch eine ganze Reihe weiterer Filme folgen lassen. Irgendwann ging er in die USA. Fernsehen. Nicht im Fernsehen. Ja. Aber in der Literatur. Deutschland hat ja auch eine schöne, starke Literaturtradition in Science-Fiction. Das ist natürlich immer der einfachere Weg, weil da kostet es noch weniger. Da kann man wirklich alles auffahren. Aber wir bemühen uns. Okay, ja, bin ich gespannt, was da noch kommen wird. Und ihr sicherlich auch, die ihr gerade zuschaut, ihr dürft gerne jetzt auch noch Fragen stellen. Die nächsten Minuten werden noch für euch reserviert. Postet sie gerne einfach in den Kommentaren oder
im Webinar-Chat, dann nehmen wir die gerne rein oder ich sage auch nochmal die Mailadresse, an die ihr hier was schicken könnt und dann landet es bei uns. Wir versuchen das hier mit reinzunehmen. Das ist public.engagement@cyber-valley.de. public.engagement@cyber-valley.de. Nur eine Faxnummer kann ich jetzt an der Stelle nicht durchgeben, das haben wir nicht, aber ich glaube, da kommen wir auch mal ohne aus. Es kam vorher noch einen kleinen Tipp von einer Zuschauerin, die zuerst mal Exit sehr lobt und schreibt, ein wirklich sehenswerter Film, danke an die Initiatoren und Macher. Und dann empfiehlt sie noch die Serie Upload, die inzwischen bei einem Streamingdienst verfügbar ist. Sicherlich auch in dem Zusammenhang sehenswert. Ich würde an der Stelle noch Black Mirror kurz erwähnen, habe ich ja vorhin auch schon mal kurz genannt. Gibt es von eurer Seite noch einen Tipp, natürlich neben der eigenen Reihe, was sehenswert ist? Du meinst neben Genre? Da gibt es vieles, ja. Es gibt sehr. Würde ich Ex Machina beispielsweise empfehlen, das eine sehr interessante, also wir haben es ja vorhin schon mal gehört, Stichwort Turing-Testen, da kann man KI von einem echten Menschen unterscheiden. Das ist ein schönes Kammerspiel, das sich wirklich lohnt anzuschauen. Es gibt viel Her, ist wunderbar von Spike Jonze, ist ein toller Film. Terminator 2 ist tatsächlich absolut. Einfach ein Klassiker und stellt die ganzen Humans. Fragen, die ganzen Fragen in seiner ganzen Actionhaftigkeit stellt er doch sehr große Fragen. Ja, Stichwort Fragen. Aktuell kommt hier nichts rein, das heißt, die Leute sind wunschlos glücklich. Ich hätte tatsächlich noch einen Aspekt, den wir vorhin auch schon mal kurz angeschnitten hatten, nämlich die gesellschaftlichen Auswirkungen von KI. Wir haben es jetzt immer mal wieder gestreift. Nehmen wir zum Beispiel das autonome Fahren. Ein Auto baut einen Unfall, wer ist dafür verantwortlich? Es gibt KI im Einsatz bei Bewerbungen, da wählt KI dann aus Bewerbern dann letztendlich jemanden aus, der dann genommen wird oder auch andere Bereiche. Und die Frage, ja, wer ist denn letztendlich dafür verantwortlich, wenn es schief geht? Kann man das überhaupt so festlegen? Wer sollte das festlegen? In welche Richtung sollte das gehen? Philosophische Fragen. Ich würde die einfach mal offen in die Runde geben. Wer von euch möchte dazu was sagen? Programmierer haften für ihre Programme, so wie Eltern für ihre Kinder wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Man kann es ja auch in die andere Richtung denken, ne? Diese Frage, welche Rechte entwickelt KI irgendwann und wie, also gibt es die Möglichkeit, einen funktionierenden Roboter jederzeit auszuschalten? Ist das dann Sachbeschädigung oder beschädigt man möglicherweise ein Wesen, dass ein Recht auf eine eigene Identität hat. Also finde ich spannend in beide Richtungen. Ich meine, es gab auf der EU-Ebene durchaus die Überlegung, genau einer künstlichen Intelligenz oder einer Maschine auch eine rechtliche Person zuzuordnen, dass sie auch entsprechende Möglichkeiten hat, sich zu einmal vor Gericht zu verantworten, aber auch wie jede andere rechtliche Person, wenn was passiert, gewissermaßen auch ein Budget hat, um dann die Schuld zumindest geldmäßig zu tilgen. Ich glaube, die Fragen haben, also man muss da einzelne Anwendungen anschauen, es gibt da keine offensichtliche Antwort und da gibt es viele Leute, die im Moment verschiedenste Möglichkeiten austarieren. Das ist am Schluss natürlich auch so ein bisschen ein Verhandlungsprozess zwischen den verschiedenen Akteuren, also jetzt beim selbstfahrenden Auto möchten natürlich die Autofirmen nicht die Verantwortung haben. Die Wissenschaftler möchten sie auch nicht haben, also keiner möchte sie eigentlich haben. Und die Frage ist dann, wie geht man als Gesetzgeber damit um? Es ist letzten Endes eine Frage, die wird viel diskutiert, wo, glaube ich, die Wissenschaft nicht mal die richtigen sind, um Antworten dazu zu geben, sondern das ist eigentlich ein Verhandlungsprozess zwischen diesen ganzen Akteuren und am Schluss muss man sich irgendwie einigen, wer die Verantwortung haben soll. Ja, da bräuchten wir jetzt noch jemanden aus der Politik hier bei uns in der Runde. Das machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir wieder diskutieren. Zuerst mal vielen Dank an euch auf jeden Fall für die Einblicke in die Produktion, aber auch für die Sicht aus Perspektive der Wissenschaft. Sehr spannend. Der Film wird, wie gesagt, heute Abend laufen, nicht um 20.15 Uhr, ein bisschen später. Ist vielleicht aber auch gar nicht so schlecht, weil bei so einem Schwerpunkt zu Corona noch mal mehr Leute vorm Fernseher sitzen werden und dann sicherlich auch dranbleiben werden, um sich dann Exit anzuschauen in der ARD. Und für alle, für die das zeitlich eng ist, in der Mediathek kann man sich das Ganze auch nochmal anschauen. Ich werde ihn mir auch noch ein drittes Mal angucken, weil es gibt immer wieder was Neues, was man entdeckt, beim zweiten Mal und beim dritten Mal sicherlich auch, bin ich schon gespannt drauf. Und ich hätte noch eine letzte Frage an euch alle, das können wir der Reihe nach durchmachen.
Der Film Exit, das ist ja hier auch schon angeklungen, spielt im Jahr 2047. Und ich fände es schön, wenn jeder von euch mal den Satz beendet: Die für mich wichtigste Innovation, die es bis zu diesem Jahr gibt, ist... Ulrike? Jetzt muss ich die Erste sein, ich würde für die 20-Stunden-Woche plädieren. Eine ganz analoge Innovation. Okay, lass mal so stehen, Katharina. Irgendwas Universelles, Medizinisches, großes Heilmittel für alles. Jawohl. Fangen wir erstmal bei Corona an. Ich wäre erstmal happy über einen Impfstoff für den Kram, damit wir alle wieder normal leben können. Okay, Marco? Vielleicht ein Fusionsreaktor, dann kriegen wir unsere Energieprobleme, vielleicht auch unsere Umweltprobleme los. Sebastian? Ja, ich bin jetzt als letzter Mann. Super. Alle großen Themen schon genannt irgendwie. Exit auf Blu-ray, nee. Ich glaube auch was Medizinisches. Ich glaube einfach, dass es toll wäre, wenn man den gerade das menschliche Gehirn vielleicht viel besser verstehen würde und die menschliche Physiognomie besser verstehen würde, dass man, was KIs übrigens auch schon machen und wo alle dran sind, alle Großen dran sind, was ich zumindest gehört habe, dass man eben Medizin, dass KIs helfen können, Computer helfen können, ganz spezielle Medikamente, ganz spezielle Behandlungen für jeden einzelnen Menschen auf der Welt bestmöglich herzustellen und dass die Menschen dadurch halt viel, viel bessere Versorgung kriegen. Das finde ich cool. Ich hoffe mal, dass alles das eintrifft, was ihr gerade genannt habt. Wir werden es dann wissen in ein bisschen mehr als 30 Jahren. Danke euch fürs Mitmachen hier bei der Runde. Danke euch fürs Zuschauen. Den Film könnt ihr euch jetzt angucken. Jetzt kennt ihr auch die Hintergründe dazu. Und Katharina, kannst du schon sagen, wann der nächste Film der Reihe ungefähr fertig sein wird, wann man da was zu sehen bekommt? Wir hoffen, dass wir in circa einem Jahr die nächsten beiden Filme schon präsentieren können. Okay, also können wir uns schon mal drauf freuen. Dann danke euch, einen schönen Abend noch und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao. Und auch für euch der Hinweis, falls ihr jetzt erst dazu geschaltet habt und sagt, ich habe irgendwie alles verpasst, kein Problem. Das Ganze gibt es ja auch noch als Video nach dem Stream zur Verfügung und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal entspannt angucken. Schönen Abend noch.